Holy shit! Was? Das ist doch eine Höhle? 3, 2, 1. Moin. Ja, moining. Moining. Also, okay, wir werden jetzt die Ships von Shipperman's Ship, Fisherman's Friends, bewerten. Ihr konntet das Schiff nachbauen, beziehungsweise so nachbauen, wie ihr wolltet. Ihr konntet ein Penisschiff bauen, ihr konntet ein Raumschiff bauen. Einfach wie ihr das wolltet, so ein bisschen interpretieren. Und wir werden die jetzt bewerten. Okay, das ist das erste Bauwerk. What the fuck, Digga? Hä? Ah, Digga, das ist nur der Spawn. Was ist das nur der Spawn? Bauwerk ist nebendran das Papierschiff. Ach so. Ah, das Papierschiff. Oh mein Gott. Für mich jetzt am ersten Blick würde ich sagen, das ist nicht unbedingt mit 10. Ja, okay, nee, das ist safe nicht. Ich dachte jetzt zu Front, das ist komplett weg schon so. Nee, ich finde es echt eine geile Idee. Ich finde es kreativ, das hat so gefaltet, ne? Aber Real Talk, ich könnte das nicht bauen. Nee, ich könnte das auch in echt nicht bauen. Niemals. Ich weiß nicht, wie man das in echt faltet sogar. Wir müssen Kriterien haben, Digga. Wir müssen unterscheiden zwischen Idee und Umsetzung. Idee würdest du, hast du gesagt, eher nicht so speziell, oder? Idee nicht so speziell, aber die Umsetzung finde ich eigentlich schon sehr crazy. So mit dem Boden und so. Ich tendiere fast auf eine, ja, auf eine 5 oder, auf eine 6, 5 oder 6, so, so was dazwischen. Ich darf eine 5,5, 5,5. Okay, machen wir 5,5. So, und jetzt die nächste Person, oder was? Genau. Ehrenbruder Eichi. Eichi? Eichi HD. Und hier heißt Unterwasserwelt berücksichtigen, steht hier. Boah, Digga. Holy shit. What the fuck? Hier ist ein Big Baba Orca. Holy Wal shit. Und altes Fisherman's Schiff. Boah, das ist scary, Digga. Holy shit. Digga, ein Rocken. Wir haben Rocken. Digga, also der... U-Boot. Der Wal ist turbogut. Und hier unten sind auch noch überall Details, ne? Oh, es geht weit nach unten, alle. Komm mal runter. Also in diesen Schlitz, in die Ritze. Ah, es geht richtig weit nach unten. Oh, das, okay, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, das ist ein Drache. Was, das ist ein Drache noch da unten? Also richtig weit unten. Was, das ist doch eine Höhle? Was? Hä? Digga, boah, ist das ein Krake? Ja, das ist eine Krake. Digga, der Eichi, der will halt einfach diesen Mifcom Gaming PC. Ich merk's richtig. Das alles selber gemacht. Digga, das dauert Monate. Das ist so krass. Haben okay, aber eigentlich, also ne, eigentlich geht's ja ums Schiff und das Schiff ist wack. Für mir 1,5. Also, Idee, finde ich, ist eine 8 von 10. Weil ja, Idee, ist, ja. Und Umsetzung ist eigentlich schon eine 10 von 10. Dann müssen wir jetzt auf eine 9 gehen. Nächstes Ship wäre Jack Rodan. Das ist Airship Port. Das ist das hier, genau. Okay, ja. Okay. Holy shit. Hier ist der Turm, wichtig und richtig. Hat noch überall Fisherman's Friend hingeschrieben. Diner, Penguin, Duty Free. Ah, das ist ein Flughafen. Ah, für Pinguine. Okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Verweilen in diesem Flughafen. Jack, my man, he built something crazy, dog. He went big, man. Aber trotzdem, finde ich, muss ich auch ehrlich sagen, man merkt direkt nicht so wie die anderen. Man sieht so einfach an den Details, ne? Weißt du, dass du überall so gleiche Blöcke benutzt oder so. Ja. Ach so, okay, das ist geil. Der Fisherman's Friends Turm ist quasi der Flughafen-Tower. Das Terminal. Tower. Okay, hier sind schon Details. Oh, das ist geil mit dem Bildschirm. Also ich finde schon geil gemacht. Also es ist schon groß und sich viel dabei gedacht. Ja, also du musst ja wissen, ne? Wir sind ja bei der Fisherman's Friends Gaming Challenge und da geht es um Gaming-PC. Und da muss ich halt einfach sagen, für den PC wird es vielleicht nicht reichen. Okay, 7? Ich gehe mit einer 7. Ja, 7 können wir uns einigen, würde ich sagen, ja. Wer entscheidet eigentlich, wer den PC bekommt? Das wird dann so entschieden, die Top 3, die wir auslosen, die werden dann in ein Voting geknallt bei 20 Minuten, glaub. Dann können alle dort abstimmen, wie die Leute. Boah, 20 Minuten ist eine die größte Schweizer Online-Zeitschrift. Der nächste, Tino Tenau. Ja. Delfine heißt hier einfach. Oh, ist das scary, Digga, unter Wasser. Oh mein Gott, Digga. Ey, ich merke jetzt schon, das wird schwierig, Digga. Ist das auch eine Krake so mäßig? Ah, ja, das ist ein Oktopus. Aber im Vergleich zu anderen Unterwasserwelt natürlich nicht das gleiche. Aber das da hinten gehört nicht dazu. Doch, das Schiff und alles gehört alles dazu. Sind das Delfine? Weil die sehen übel scary aus. Das sind Haie, ja? Got them bricks. Ah, der hat voll Zähne reingebaut. Safe ein Hai. Also das ist schön gebaut. Digga, aber das ist das Cargo-Schiff von Fisherman's Friends, weil hier oben werden die Fisherman's Friends geladen. Hier steht Fisherman's Friends Raspberry und dann hier unten sind wahrscheinlich die anderen Sorten. Ja, Mint. Oha! Okay, das ist geil. Oh, okay, das ist nicht so geil gebaut. Das ist eigentlich... Ja? Ah, das ist Basic Shit. Das ist Bershka in Minecraft. Das ist Bershka. H&M Type Beat. Ich find's, ehrlich gesagt, ich würde eine 7,5 geben, weil ich's besser finde als das nebendran. Ich finde, an den Haien merkt man, dass der besser bauen kann. Ich sag 7. Sag du. 7. Okay, ja, 7. Gui Gudi Dani. Ja. Aber... Oh. Okay, nee, warte, da kommt was, glaub mir. Das sieht wack aus auf den ersten Blick. Bist du ready? Okay. 3, 2, 1. FBI, open it up! Oh! Was? Was ist das?
Okay, sorry. Holy, oh, ohne Shader ist aber geil, sag ich ehrlich. Digga! Ohne Shader! Und die. Nein, nein, hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ich wollte dem nur zeigen, wenn der irgendetwas gegen uns sagt, dass wir ihn beleidigt haben, spreng ich dem sein Boot in die Luft. So. Das ist nur beschlagnahmt vom FBI. Das ist nur so gesaved. Okay. Also, eins. Riech eine Eins. Das nächste Bauwerk wäre Popcorn Manu. Okay. Oh. Shit. Holy shit. Oh shit. Wir haben hier den Fisherman's Turm, der ist okay. Ah, oh, lol. Okay. Okay, das ist kreativ. Ach so. Der schießt das Fisherman's Friends Boot. Der schießt das Fisherman's Friends Boot in den Himmel. Ich find's kreativ. Das kreativste fast bis jetzt. Die aber Idee ist die sehr Umsetzung. Geil, aber die Umsetzung ist halt schon wack. Ja, nee, muss ich einfach mal sagen. Weil ich meine, guck, er hat sich auch gedacht, ja, ich verziere den Boden so ein bisschen, aber so... Aber hier ist einfach nichts. Aber auch nur so ein bisschen, ja. Ich sag ganz ehrlich, Digga, 4. 4? Ich finde die Idee geil, aber es ist halt wirklich nicht geil umgesetzt, muss man einfach mal so sagen. Das nächste wäre Young Philly Boy. Okay. Bei mir ist in der Beschreibung einfach 2D heißt's. Okay. Man muss nach oben. Fisherman's Friend. Wieso hat er eine Kaktusfarm gebaut? Okay, er guckt auf jeden Fall zu viel Trimax, das ist for sure. Ja. Das Boot hier, das kleine. Ja, okay, das ist ich gebe 2. 2, würdest du sagen? Ja, schon. 1? Nee, ey. Das ist eine 2 wegen 2D halt. Der nächste wäre The Torfu. Torfu. Okay, es wird wieder besser. Okay, oh. Was hab ich vorher gesehen? Okay, das ist krass. Das ist sehr krass. Oh ja, das sieht geil aus. Die Details ist schon mal crazy. Überall Details. Und auch hier der Steg. Schau mal, nur der Steg, diese Details. Geil. So, nicht diese kleinen Sachen. So, hier mit dem Block, hier mit dem, keine Ahnung, was das ist. Ich bin zu alt für das. Ach, ist das ein Krake, der die Flasche hält? Ja, doch. Doch. Ja, oder ein Baum. Boah, das ist krass. Das ist ehrlich, das ist sehr, sehr geil. Aufgabe, finde die 3 Schrecks. Es gibt einen Parasit. Okay, wollen wir zuerst mal ins Schiff gehen? Ja, ich gehe ins Schiff rein, okay. Digga, das ist überkrass, weil es sogar noch eine Story hat. Also, ich bin jetzt hier im Schiff. Shrek oder was? Wie sieht Lager? Hier ist ein Schild. Lager. Hier sehe ich nichts. Oh, jetzt bist du, Bro. Hat der jetzt irgendwo einen Shrek hingebaut? Ich weiß nicht. Wirklich sehr gut gemacht. Ah, ne, Fake Shrek. Oh, Bro. Ist es der? Digga, what the fuck? Digga, wie geil sieht das aus? Guck mal den Dude an, der die Kiste trägt. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay, aber sag mal, wo ist jetzt Shrek? Ah, hier. Oh, ich hab ihn gefunden. Shrek Slides. Oh, ich hab ihn gefunden. Ey! Aber wirklich geil. Chat, was würdet ihr diesem Kunstwerk geben? Digga. Das ist das Beste bis jetzt ist eine 9, ne? Ich finde es auch richtig geil. Ich würde auch eine 9 geben. Ich kann noch nicht sagen, welches geiler ist. Waren beide turbo geil. Ich fand das andere rein vom Bauen her noch ganz bisschen krasser. Aber das ist halt mit Story und so das Gesamtbild ist hier einfach geil. Irgendwie hat mich das so ein bisschen mehr einfach geflasht, so insgesamt. Weißt du, wenn man so anguckt, dann bist du so, das ist was. 9,1, alles klar. Die nächste wäre Are 08. Okay. This is the Titanic, man. Schiff im Eis heißt es. Ja, nee, ist weg. 4. Digga, ist nichts im Schiff wieder. Drin. Hallo, Mann. Da ist nichts im Schiff drin. Ja, also ich glaube, diese Welt mit dem Eis. Gibt's eine 4? Ja. Ich habe am Anfang gedacht, das ist krass, aber der hat halt nur so Eisblöcke da drauf gesetzt. Das ist eigentlich gar nicht so crazy. Und drin ist gar nichts. Hier ist gar nichts im Schiff drin. Nee, 3. Junge, das ist meins! Ja, Digga, was sollen wir machen? Ey, so toll, tut mir leid. Erster Blick war actually gar nicht schlecht, aber der manchmal täuscht einfach. Hello man, okay. We gonna look at this. Okay, das ist schon mal abgespaced. Das Schiff ist im Fliegen. Raumschiff 01. Aber Indy, das hat ja nichts mit Fishermans zu tun, oder? Sagen wir mal so. Ja, man muss halt irgendwie ein Schiff bauen. Von dem her, ja, ist ja offen. Okay. Aber es ist jetzt halt nicht so nice gebaut. Ja, hätte man auch mehr ausbauen können auf jeden Fall. Ach, ist aber ein bisschen komisch. Was würdet ihr geben? Da kann man, glaube ich, kommen wir schnell durch. Ich glaube, das ist ein klassisches 3,75. Ich glaube, ich habe eine 4 hätte ich gegeben, so. Okay, machen wir eine 4. Das nächste Bauwerk oder Bauwerkchen wäre Jonas 249. Hafenszenerie. Okay, da bin ich gespannt. Okay. Hier liegt Fisch, das ist geil, so mit dem Fisch und so. Okay, hier liegt Stroh. Wieso liegt hier Stroh rum? Okay, das ist das Schiff. Das Schiff von Jonas ist richtig geil. Es ist schön, hat viele Details, hat sich Mühe gegeben.
Also es ist für mich, ich würde ganz ehrlich sagen, Chat, für mich ist das eine 6,5. Weil die Idee ist gut, so man merkt so, die Ansätze sind da, es ist alles so ästhetisch, aber es ist halt einfach wirklich nicht ansatzweise so gut wie die anderen 3 oder 4, die wirklich ja, aber gut ich, waren. 6,5 finde ich ein bisschen heavy. Ja, ich finde, wozu haben wir eine 7 gegeben? Zu wem? Zu diesen Delfin-Dingern haben wir 7 gegeben. Ja, okay. Da geht mehr. Ja, aber die Frage ist ja nicht, wie viel er bekommen hat, sondern auf welchem Platz er ist. Ja, trotzdem, aber es sind ja noch Fisherman's Jury, die auch noch abgestimmt und wir können auch noch ein bisschen mehr geben, damit er vielleicht dann noch ein bisschen höher ist. Jonas, da geben wir Jonas 8. Das nächste wäre nicht Till. Oh, what the fuck? Ein richtiger Big Baba Junkie Schiff. Das ist aber irgendwie auch geil. Sieht ein bisschen aus wie eine COD-Map, wenn man drauf ist. Aber ich finde den Hafen schön. Also ich finde... Hey, so sieht's in Hamburg aus, oder? Du warst ja gerade. Ja, wirklich. Oh, und der Leuchtturm auch noch auf Krampf? Noch kurz einen Leuchtturm hinge... Ja. Ja, mit 2 Leitern, ist auch ästhetisch. Geben wir eine 3, komm. Jalla. Jalla 3. Der letzte. Der letzte ist Raphael 25. Mhm. Okay. Das ist... Geiler Wald, geiles Monster. Das Monster sieht actually geil aus irgendwie. Das sieht irgendwie lustig aus so. Ja. Denkst du, der hat es absichtlich gemacht, dass alles so clean ist? Nee, hat er nicht, weil oben sieht es trash aus. Und ich komme nach oben ohne Wallcover auf süß, hat er noch gemacht. Oh ja, das Boot, ja, okay. Wie so ein Fragezeichen, Digga. Man kommt innen rein, aber ich glaube, es gibt keinen Weg. Ah doch, hier gibt es einen Weg. Ah doch, hier. Ja, es gibt sogar einen Weg rein. Captain's Kajüte, also die hässlichste Captain's Kajüte, die ich jemals gesehen habe. Was ist das? Ist es ein Klavier? Ah, ja, Tja, das würde ich dir sagen. Guck, ist, wirklich, ist schön gebaut, aber kommt halt nicht an die anderen ran. Nee, ich würde da eine 4, 3, 4. 4, geben wir eine 4. Freunde, wir haben bewertet, auf Platz 3 haben wir mit 8 Punkten Jonas mit dieser Welt, so ein kleines Schiff, dort ein bisschen so Wassersprudel hinterm Schiff. Sehr, sehr schön, einfach so eine schöne Welt, finde ich. Schön gebaut, mit Details, so mit Liebe. Man merkt so, der hat sich Mühe gegeben, ein bisschen Schnee auf dem Dach. Finde ich sehr schön. Dann auf Platz 2 haben wir Eichi mit 8,5 Punkten. Der hat ein krasses Schiff gebaut, aber eine sehr, sehr krasse Unterwasserwelt. Hier Orca, U-Boot, Rocken und dann noch eine ganze Unterwasserwelt. Und dann Platz 1. Clap in den Chat, Digga. Für Tofu, Digga. Für diese japanische Welt mit Quizzen, also mit dem Suchen von 3 Shreks. Er hat oben ein kleines Buch geschrieben. Er hat ein Boot in einer Flasche gebaut. Clap in Chat. My heart went. My heart just got stuck.